Hallo zusammen, hier ist wieder Chillant wieder für euch in Dragonfly unterwegs. Uns wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Wir wollen uns einen Erfolg anschauen, den wir im neuen Mega Dungeon uns spielen können. Und den finden wir unter Dungeon Schlachtzüge und dann Dragonflight's Dungeons. Das Achievement schimpft sich Knochenjob und für dieses müssen wir Folgendes machen. Besiegt Chronika in der Dämmerung der Ewigkeit auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch, nachdem sie ein energieerfülltes Stundenglas mit Ionenerschütterung zerstört hat. Und ja, als allererstes müsst ihr halt einmal hier mit einer Gruppe in die Instanz rein. Und dort haben wir das einmal hier schon erledigt. Also, wenn ihr hier reinlauft, das ist direkt beim ersten Boss, müsst ihr ein Stundenglas aufsammeln. Und das Stundenglas, ihr seht, da rennt der Krieger schon hin, ist hinter diesem, ja, Feuerpottich oder keine Ahnung, was das ist. Das könnt ihr aufsammeln. Wenn ihr das aufsammelt, dann könnt ihr keine Fähigkeiten mehr einsetzen. Also ihr könnt quasi nur mit dem Stundenglas rumlaufen. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, das einmal fallen zu lassen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen nach vorne hier in den Kampf. Und ja, jetzt ist es quasi so, dass wir warten, bis er hier seinen Sprung macht. Das ist diese Ionenerschütterung. Und dann muss dieses Stundenglas abgelegt werden. Ihr seht es hier. Er muss draufspringen und zerstört es damit. Und danach könnt ihr den Boss töten. Wichtig ist, ihr habt es vielleicht gerade gesehen, dieses Stundenglas. Jetzt springen wir vielleicht nochmal ein Stück zurück. Ja, da hat man es, glaube ich, ganz gut gesehen. Das hat quasi einen kleinen Timer, wo man es wieder aufsammeln kann. Und wenn das abläuft, dann despawnt. Das heißt, man muss halt warten, bis er seinen Kreis dahin placed und es dann erst ablegen. Wenn man es zu früh ablegt, verschwindet das und dementsprechend könnt ihr das Achievement dann nicht machen. Ja. Bei uns, wir haben es ein paar Mal probiert, da ist es dann zu früh despawnt, weil er noch nicht gleich nochmal gesprungen ist und dann haben wir den Boss ein paar Mal resetten müssen. Mehr ist es tatsächlich nicht. Heißt, das Ding aufsammeln, kurz bevor er quasi das zweite Mal springt. Man sieht ja die Kreise auf dem Boden, wo er hinspringt, das da ablegen und dann rauslaufen, denn dieser Einschlag macht relativ viel Schaden. Also da sollte man ein bisschen gucken. Genau, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Achievement Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.